Network präsentiert den Wettertalk MV. Oh, liebe Zuschauer, mir ist so kalt. Herr Dr. Eichsmann, es sind gefühlt minus 20 Grad. Wie viel haben wir denn in echt? Fast richtig. Also wir haben 4 Grad plus. Also das ist gefühlt ganz was anderes, aber 4 Grad plus, ja. Das liegt wahrscheinlich auch an diesem eisigen Wind, oder? Wenn der Wind nicht wäre? Ja, genau. Also wenn es feucht ist und windig ist, dann sind die gefühlten Temperaturen weit von dem entfernt, was wir eigentlich auch messen. Und deswegen ist ja immer quasi dieser sogenannte Klimamichel, der immer sozusagen ganz andere Werte hat, als das, was wirklich an Temperaturen ist, ja. Wenn es so kalt ist, kommt natürlich mir direkt in den Kopf das Thema Frost. Ja. Wie sieht es denn da aus, Herr Dr. Eichsmann? Der Blick aufs Wochenende definitiv, also nicht tagsüber, aber nachts gehe ich davon aus, dass wir hier auch schon sozusagen die ersten Eiskristalle haben. Aber gut, wir haben Mitte November, also das passt, Frost definitiv ein Thema, ja. Hm. Ja, und es wird jetzt natürlich auch immer schneller dunkel, es ist jetzt irgendwie nur noch grau bewölkt. Ich kann mich noch erinnern, ich meinte mal zu Ihnen, oh, es ist irgendwie blauer Himmel, das ist irgendwie gar nicht das Novemberwetter, was ich denke. Ja. Aber jetzt ist es ja definitiv da. Wird sich das irgendwie ändern? Runtergebrochen nicht wirklich. Also das heißt, wir stimmen mit durch. Ja. Also es bleibt wirklich bei diesen Temperaturen. Diese tiefe Bewölkung, die wir haben, die wird auch bleiben. Gut, da kann auch mal die Sonne rauskommen, aber das ist nicht wirklich irgendwas Spannendes. Das heißt durchaus die eine oder andere Sonnenstunde, aber die ist relativ zu dem, dass wir immer Wolken durchziehen haben, quasi in der Minderheit. Ja, und damit haben wir genau dieses klassische Novemberwetter. Mit den Temperaturen und dem Wind, den wir gerade haben, ist es genau dieses klassisch schmuddel-nasskalte Wetter, was wir manchmal, der eine mehr, der andere weniger, mit Novemberwetter suggeriert. Ja, liebe Zuschauer, und ich würde sagen, wir gucken uns mal das klassische Novemberwetter in Mecklenburg-Vorpommern an. November von Heinrich Seidel. Solch Monat muss man loben. Keiner kann wie dieser toben. Keiner kann so verdrießlich sein und so ohne Sonnenschein. Keiner kann so in Wolken maulen. Keiner so mit Sturmwind graulen. Und wie nass er alles macht. Ja, es ist eine wahre Pracht. Herr Dr. Eichsmann, dann geben Sie mir doch mal einen hoffentlich etwas wärmeren Ausblick aufs Wochenende. Nein, nicht wirklich. Nein. Also der wärmere ist definitiv an diesem Wochenende nicht. Also um das jetzt mal so ganz sachlich auf Sachebene runterzubrechen. Ich weine gleich. Nein, das ist nicht zu weinen, das passt schon. Also 2 bis 4 Grad. Und die Tränen, die sind dann Eis, ne? Herr Dr. Eichsmann, so schlimm ist es hier. Nein, also bei 2 bis 4 Grad plus noch nicht. Ne? Ja. Da sind sie einfach nur kalt auf der Haut und unangenehm, wenn lang genug Tränen kommen. Ansonsten und in den Nächten, da geht es dann runter. Okay. So wie Wismar zum Beispiel, das liegt ja direkt am Wasser. Mhm. Die Ostsee wärmt jetzt klassisch, da wird sozusagen ist mit Frost mit jedem Meter im Landesinneren mehr werden. Mhm. Aber also, nur Nachtfrost. Aber nur Nachtfrost, ja. Und auch gerade so an der Grenze. Direkt okay. am Wasser, denke ich mal, kann es durchaus sein, dass da gar kein Frost mhm. ist. Aber wenn wir in der Müritz zum Beispiel sind, da ist dann wirklich am Wochenende dann auch bis minus 5 Grad drin. Oh. Also in ungünstigen Lagen. Ja, das ist da, wo dann die Wolken nicht mehr sind. Als mhm. Topfdeckel dienen für die Wärme, haben wir ganz schnell auch kühle Temperaturen. Fazit ist, also wir kommen nie über plus 5 und auch nie unter 5 Grad. Das ist quasi das Spektrum der Temperatur, in dem wir uns da bewegen. Genau. Kommt denn die Sonne durch? Die kommt durch, hin und wieder, ist aber nicht im Maximum. Das heißt, der Umkehrschluss ist, also ich gehe davon aus, dass wir, wenn es überhaupt zu Tropfen kommt, mhm. dann haben wir die auf dem Sonntag, auch mhm. nicht überall, sondern mhm. eher quasi in den östlichen Landesteil. Und dann kann noch mal eine Schneeflocke dabei sein. Ne? Ach so, echt jetzt schon? Ja, weil die Luft über uns am Sonntag dann, oder? Am Sonntag, genau. Ja. Also bis dahin ist es trocken. Oha. Also, Samstag gehe ich auch noch davon aus. Aber am Sonntag können durchaus schon mal Flocken dabei sein mit Regen. Also das ist so eine Mischgeschichte. Ja, das heißt, die bleiben auch nicht liegen, ne? Nee, nicht wirklich. Nee, genau. Nein, das ist ja noch... Nein, also nein, die... Genau. Nein, also liebe Zuschauer, also die Schlitten werden jetzt noch nicht rausgeholt. Also das macht keinen Sinn. Okay. Aber Frau Holle ist schon am Start und guckt schon mal, dass die Kissen irgendwie aufgeschüttelt werden können. Ja. Herr Dr. Eichsmann, vielen Dank für diese kalte Vorhersage. Ja, sehr gerne. Liebe Zuschauer, Dr. Eichsmann und ich werden uns jetzt einen Kinderpunsch genehmigen und Sie können ja dann am Sonntag auf den ersten Schnee warten. Bis dahin, macht es gut. Tschüss. Tschüss. Biopark präsentierte den Wettertalk MV.